Und hier gibt es hier einen, ich glaube, einen neuen Aufzug. Ich weiß nicht. So, hier gibt es echt viele Aufzüge hier in die Richtung. Hier im Zentrum, hier ein HDR-Stern-Zentrum heißt. Könnte man sagen, und da gibt es einen Augsburger Aufzugdienst. Ah, ne, da muss ich noch rein. Ah, egal. Ach, Mann, ich würde ja mal sehen. Hier ist ein Aufzugdienst Augsburg, glaube ich, oder Nieburger. Ein Glas im öffentlichen Aufzug. Diese Matrix-Ansage gibt es auch einen Nutzaufzug in Hamburg. 2002. Das mit Hydraulik. Hat Ansagen. Hab ich gewusst. Alarm. Was da unten eigentlich? Warte mal. Weil da ist unser Motorraum, glaube ich, oder sowas. Schau mal kurz, was da unten ist. Oh Gott, das ist heftig hier. Achso. Zu leider. Was ist hier? Ist kaputt. Hab ich schon sagen. Was fährt die Frau runter? Ich gebe mir Spitzel, ich will auch sonst fragen, was sie unten machen. Und dann Sound. Motor Sound. Von diesem Aufzug. Ja, dann will ich alleine fahren. Ich will alleine fahren dann. Dann die Welle von. Das nächste. Ich glaube, wir müssen hier anschauen, was hier so gibt. Damit ihr schon mal wisst, was hier noch gibt. Außer nicht nur dieser Aufzug. Nein. Was ist das überhaupt hier? Ich will wirklich wissen. Der harte Stein ist hässlich hier. Ich glaube, das kommt die nächste Frau. Habe ich schon gedacht. Mit den Autos von der Aircraft einfach mit. Ich glaube, das kommt die nächste Frau. Der Motorraum ist da unten. Burger Aufzug. Sound. Untergeschoss. Was kommt da vielleicht da raus? Dieses Ding sieht aus wie Heisch Aufzug in Stuttgart, der bleibt gedrückt. Oh, das ist doch nicht so grau. Ah, ich dachte, also, ich dachte, so wie es aus. Ich kann mitfahren, ich bin mitfahren. Ich habe für sie die Tür aufgereiht. Geht er nicht?
Oh, so, so, danke schön, danke schön. Also ich habe das hab nur für ihn. Oh, danke schön, ja, das ist sehr freundlich. Ja. Dann vielen Dank, Carsten. Schauen wir mal, bleibt gesund. Hier.